Der Unterschied zwischen Prinzipien und den einzelnen Regeln des Fiqh ist, dass eine einzelne Regel meistens immer nur einen Sachverhalt behandelt oder einen Aspekt eines Themas. Wenn ich zum Beispiel sage, Blut ist unrein. Tamam? Blut, das vom Körper ausgeschieden wird, sei es in Form von einer Verletzung oder auch ohne Verletzung oder innere Verletzungen, wie zum Beispiel Nasenbluten, ist jetzt nicht immer, also basiert nicht immer auf einer Verletzung, dass dieses Blut unrein ist. Das ist ein einzelnes Dikta des Fiqh. Tamam? Ein Prinzip aber sammelt mehrere einzelne Dikta, mehrere einzelne Sachverhalte und extrahiert aus ihnen sowas wie eine Leitregel. Jayid? Ja, nee, wie können wir das anhand eines Beispiels erklären? Lass mich überlegen. Mathalan, es gibt das Prinzip, das sagt, jeder Vertrag, und du siehst schon, wie dieses Prinzip beginnt, mit der Aussage, jeder Vertrag. Das heißt, es bezieht sich nicht auf einen einzelnen Sachverhalt, sondern ist übergeordnet, ist sowas wie eine Universalie und bezieht sich auf wirklich jeden einzelnen Vertrag. Egal, ob es sich jetzt hier um den Ehevertrag handelt, ob es sich um die Scheidung handelt oder was auch immer. Das ist der Unterschied zwischen einem einzelnen Dikta und einem Prinzip des Fiqh. Jedenfalls, wenn wir dieses Prinzip mal erwähnen als Beispiel, es besagt, jeder Vertrag, der nicht die Zufriedenheit des Kontrahenten bedingt, bedingt auch nicht sein Wissen. Jeder Vertrag, der nicht die Zufriedenheit des Vertragspartners, ich sage es mal so, bedingt auch nicht sein Wissen darum. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Bedingt die Ehescheidung die Zufriedenheit der Frau? Muss sie also sagen, ja, ich stimme der Scheidung zu? Also bedingt es auch nicht ihr Wissen. Das heißt, nehmen wir mal an, der Mann ist irgendwo unter seinen Freunden, ja, oder er ist im Ausland und er sagt, meine Frau ist geschieden. Tamam? Und sie wusste nichts davon. Und nach einem Monat bekommt sie die Meldung, dass ihr Mann sie geschieden hat. Tamam? Und diese Meldung ist ja gesichert und verifiziert, also es ist bestätigt. Ab wann gilt die Scheidung? Oder gilt sie überhaupt? Gilt sie ab dem Moment, ab dem sie das erfährt, wenn sie gilt? Oder sagen wir, die Frau wusste nichts davon, also gilt sie nicht. Ab dem Moment, ab dem der Mann das gesagt hat, auch wenn die Frau das in der Zwischenzeit nicht wusste. Das heißt, die Ehescheidung gilt rückwirkend. Rückwirkend in Relation auf die Frau, ja, nee. Das ist beispielsweise ein Prinzip. Und Prinzipien ergeben sich durch die Bündelung von mehrerer ähnlicher Sachverhalte. Werden dann sozusagen daraus entnommen, entzogen. Eines der großen Prinzipien des Fiqh, die nennen die Fuqaha nennen das Al-Qawaid al-Kubra, die großen oder die größten Prinzipien, sie werden wegen ihres Umfanges so genannt. Eines davon ist Al-Mashaqqatu tajlibu at-Taysir, eins der fünf. Erschwernis zieht Erleichterung nach sich. Oder anders ausgedrückt, vielleicht kann man das anders ausdrücken, in einem durch einen prophetischen Text, Ad-Dinu Yusrun. Ad-Dinu Yusrun. Der Din ist leicht oder Erleichterung. Tamam?